Audi schickt nun die bereits 8. Generation des A4 auf die Straße. Der kleine Bruder des A5 hat nicht nur ein neues Facelift bekommen, sondern er soll auch noch sportlicher und sogar sparsamer sein als sein Vorgänger. Außen präsentiert sich der neue A4 sehr ausgewogen. Ein elegantes Design trifft auf sportliche Akzente. Die Scheinwerfer wurden komplett neu überarbeitet. Das Design der Frontscheinwerfer findet sich in den Heckleuchten mit optionalen LED-Bändern wieder. Wir bieten jetzt auch die elektronischen Systeme aus unserem Flaggschiff, dem Audi A8, in der Mittelklasse an. Innen präsentiert sich der A4 sportlich und aufgeräumt. Verfügt über Internetzugang und weitere Features. Eine gute Funktionalität und ein großzügiges Platzangebot bestimmen den Innenraum. Der A4 hat sich in Design und Technik verändert. Das hält ihn auf der Höhe der Zeit, bis in 3 Jahren die nächste Generation antritt. Hochgurgel in Österreich. Wir testen den Luxusgeländewagen ML250 Bluetech von Mercedes. Seit 1997 gibt es die M-Klasse. Sie war das erste SUV der Stuttgarter. Wie alle ML-Modelle verfügt auch die kleinste Dieselmotorisierung mit 125 kW Leistung über permanenten Allradantrieb. Derzeit hat Mercedes 49 4MATIC-Modelle in 10 Baureihen im Programm. Aber Allrad ist nicht gleich Allrad. In der E-Klasse ist das System auf den Einsatz auf der Straße optimiert. Bei der M-Klasse kommt das Zusammenspiel mit Offroad-Technik wie Bergan- und Abfahrhilfe dazu. Im Winter sorgt der Allrad für mehr Sicherheit. Allerdings gilt, das System kann nur so gut arbeiten, wie es die Verbindung zwischen Fahrzeug und Untergrund erlaubt. Geeignete Winterreifen und nicht zuletzt der Fahrer spielen deshalb eine entscheidende Rolle bei der Fahrsicherheit. Eine Tür an der Fahrerseite, 2 an der Beifahrerseite. So präsentiert sich der neue Veloster von Hyundai. Hohe Gürtellinie, niedriger Dachaufbau und weit außen positionierte Räder sind das Grundrezept der faszinierenden Linienführung. Die Seitenansicht ist von der sanft abfallenden Dachlinie geprägt. Die Felgen haben, je nach Karosseriefarbe, unterschiedliche Farbinlays. Die Zusatztür erleichtert den Einstieg auf die Rückbank. Der Innenraum wurde für diese Fahrzeugklasse recht großzügig gehalten. Das Cockpit ist kein asiatischer Einheitsbrei, sondern stilvolle Maßarbeit mit großen Rundinstrumenten und griffigem Multifunktionslenkrad. Aber für welche Zielgruppe wurde der Veloster konzipiert? Ja, es sind Singles, Paare, junge Paare, auch mit Kind. Das passt zu diesem Fahrzeug, das richtige Konzept für diese Zielgruppe. Mit einem Basispreis von 21.600 Euro ist der Veloster sicher kein Schnäppchen, jedoch eine Innovation in seiner Klasse.